Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Video. Das hier wird so crazy. Vielleicht habt ihr mal Werbung geschaltet für eure Tanzschule oder habt es mal vor. Also auf Instagram oder auf Facebook bezahlte Werbung. Es hat wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber wenn ihr dieses Video jetzt euch anseht, ich habe drei Prinzipien für euch. Das erste Prinzip ist eigentlich das Wichtigste. Wenn ihr das erste Prinzip euch jetzt anhört, werdet ihr gleich denken, ey, das ist so logisch, warum habe ich das nicht schon von Anfang an gewusst? Dieses erste Prinzip wird dafür sorgen, dass ihr zu 99,999% neue Tanzschüler durch eine Werbeanzeige bekommt. Zu 99,9%. Es wird so logisch sein, ihr werdet ein richtiges Licht hier oben sehen, wo ihr euch denkt, es ist so klar, warum bin ich auf diesen Gedanken nie gekommen? Okay, drei Prinzipien, dass alles ineinander funktioniert, aber das erste ist am allerwichtigsten. Bleibt mal bei mir. Stellt euch mal vor, ihr habt auf Social Media, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter und so fort, habt ihr 1000 Follower. 1000 Leute sehen so eure Videos, die tanzbegeistert sind, die sich für eure Tanzschule interessieren. So, ihr postet jetzt zwei Flyer. Ein Disco Fox Flyer und ein Salsa Flyer. Über den Disco Fox Flyer kommen 5 neue Paare rein. 5 neue Paare sagen, oh, Disco Fox, spannend, jawohl, das mache ich. Über den Salsa Flyer kommen 0 Paare rein. Es hat sich niemand dafür interessiert. So, das haben beide Werbungen haben 1000 Leute gesehen. Die ihr auf eurer Seite habt als Follower. Jetzt schaltet ihr Werbung auf beide Flyer. Werbung heißt ja, dass es mehr Leute sehen. Jetzt mal im Groben. Das heißt, anstatt 1000 sehen es jetzt 10.000. Was denkt ihr, wie sich das mit dem Disco Fox entwickelt und wie sich das mit dem Salsa entwickelt? Disco Fox haben schon 5 Paare vorher gesagt, oh geil. Und Salsa hat niemanden interessiert. Natürlich, je mehr Leute jetzt den Disco Fox sehen, desto mehr Leute buchen das auch, weil es ja vom Grund auf funktioniert. Und beim Salsa werden es vielleicht 1, 2 Paare sein, die sich dann dafür entscheiden. Aber das ist der große Schlüssel für Werbeanzeigen. Der allergrößte Schlüssel, den ihr verstehen müsst. Es muss vom Grund auf funktionieren und die Idee ist mit Werbeanzeigen einfach nur zu skalieren, mehr Leute drauf zu schütten. Das heißt, das Grundgerüst muss funktionieren. Wenn ihr jetzt irgendwelche Flyer postet, die niemanden interessiert und ihr ballert da einfach nur Werbung drauf, dann wird es halt mehr Leute nicht interessieren. Die Technik oder die Strategie ist dann wie folgt. Ihr holt Inhalte, die organisch funktionieren. Ohne, dass ihr Werbung drauf schaltet, ohne sonst was. Auch ein ganz, ganz einfaches Beispiel, wenn ihr sagt, eure Tanzschule besteht nur durch Empfehlungen. Dann müsst ihr halt Empfehlungen skalieren. Dann macht ihr halt, ich habe zum Beispiel bei meinem, an einer Weihnachtsaktion von mir, habe ich gesagt, ey, als kleines Weihnachtsgeschenk bekommt ihr einen Tanzgutschein, den ihr weiter verschenken könnt. Oder ihr sagt, ey, wir machen jetzt mal eine Freundeparty, ihr dürft euren besten Freunden mit einladen. Das heißt dann Empfehlungen skalieren. Aber bei uns klappt zum Beispiel Social Media ganz gut und wir versuchen Social Media zu skalieren, weil das schon funktioniert. Das heißt, Werbeanzeige soll dafür da sein, um etwas zu pushen, was sowieso schon funktioniert. So, wie macht ihr, dass etwas funktioniert auf Social Media? Ihr braucht ein geiles Angebot. Es bringt in der Regel nichts, einfach nur einen Flyer zu posten, sondern ihr braucht ein Angebot. Es muss nicht immer ein Rabatt sein, es muss nicht immer etwas mehr sein. Ich habe zum Beispiel bei meinem Disco Fox Online-Kurs, habe ich mal gesagt, ey, ihr habt jetzt noch die Chance, zum jetzigen Preis zu kaufen, nächstes Jahr wird es teurer. Das heißt, es könnte eventuell sein, ihr sagt, ey, Disco Fox Kurs, das letzte Mal in diesem Jahr, jetzt habt ihr noch Zeit, den Disco Fox Kurs zu besuchen. Das könnte ein Angebot sein. Das heißt, ihr braucht ein geiles Angebot, das postet ihr, bei euren normalen Instagram-Seiten, Facebook-Seiten. Und wenn ihr merkt, ah, organisch funktioniert das. Und dann ballert ihr Werbung drauf. Vorher nicht, weil vorher, dann interessieren es halt weniger Leute nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Prinzip Nummer 1, das ist sehr, sehr wichtig und bringt sehr, sehr gute Ergebnisse. Punkt Nummer 2, ich würde nicht Werbung schalten, dass die Leute danach einen Tanzkurs buchen, sondern ich würde einen persönlichen Kontakt dazwischen schalten. Ich würde Werbeanzeige schalten, dass ihr die Kontaktdaten von den Leuten habt und diese dann anrufen und denen dann die Kurse verkaufen. Das heißt, nicht ohne persönlichen Kontakt die Werbeanzeigen schalten. Das wäre mein Prinzip Nummer 2. Und Prinzip Nummer 3 ist es, das Ganze sollte auch rentabel sein. Wenn ihr jetzt einen normalen Tanzkurs habt, keine monatliche Mitgliedschaft, 10 Termine, die Leute oder 5, 6 Termine, die Leute bezahlen 100 Euro pro Paar, machen wir es einfach mal rund, dass es gut zu rechnen ist. Und ihr schaltet da jetzt auf eine Person Werbung. Dann
müssen die Werbekosten ja so niedrig sein, dass sich das rentiert. Bei 100 Euro pro Paar, da kommen die Raumkosten, da kommt das. Also 100 Euro, da rentieren sich keine Werbeanzeigen. Also wenn du jetzt einen Online-Kurs hast, wo 100 Euro der Online-Kurs kostet, dann kannst du es mit Werbeanzeigen sein lassen, weil das lohnt sich fast gar nicht, weil die Kosten für die Werbeanzeigen so hoch sind. Das heißt, meistens lohnen sich Werbeanzeigen nur, wenn du monatliche Mitgliedschaften anbietest und der Customer Lifetime Value, so nennt man, den Betrag, den ein Kunde im ganzen Lebenszyklus bei euch ausgibt, der sollte so ungefähr 1000 Euro sein. Das heißt, die bleiben im Durchschnitt, ne? Im Durchschnitt. Das heißt, im Durchschnitt bleibt dein Kunde 7 Monaten bei euch und der bezahlt dann 700 Euro Mitgliedsbeiträge, dann kommt er immer noch auf eine Party, trinkt noch irgendwas bei euch. Das heißt, wenn ein Kunde im Durchschnitt 1000 Euro bei euch lässt, dann funktionieren Werbeanzeigen richtig, richtig gut und es ist dann sehr, sehr rentabel. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch für einen Kunde 100 Euro ausgeben und im ersten Monat seid ihr gar nicht profitabel, ne? Aber im Laufe der Zeit werdet ihr profitabel. Das heißt, Part Nummer 1, nur was skalieren, was schon funktioniert. Part Nummer 2, einen persönlichen Kontakt dazwischen schalten. Und Part Nummer 3, der Lifetime Value sollte ungefähr bei 1000 Euro liegen. Jetzt 800 Euro ist auch nicht schlimm, aber ihr sollte keine Werbung auf so einzelne Kurse schalten, wo ihr wisst, ah, danach hören die auf und dann ist fertig. Zum Beispiel bei Schülerkursen ist es halt oft so, dass die einen Kurs machen, da lohnt sich meistens, wenn du nicht ultra gut bist, lohnt es sich nicht, da Werbung drauf zu schalten. Das wäre dann Prinzip Nummer 3. Wir selbst schalten auch Werbung. Ich habe mit einer Partnerin zusammen eine Werbeagentur. Wir haben eine Tanzlehrerausbildung, wo auch alles im Detail erklärt wird. Im Training sind auch Werbeanzeigen erklärt. Falls ihr da mal Interesse habt und mit uns da zusammenarbeiten wollt, auf www.traumjob-tanzlehrer.de ist alles im Detail erklärt. Geht gerne mal auf die Seite und tragt euch ein zu einem kostenlosen Erstgespräch, persönlicher Kontakt zuerst, wie im Video erklärt. Und dann können wir gerne mal telefonieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg mit euren weiteren Werbeanzeigen.